Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Und wir fangen, wie ihr seht, stehen hier beide Headsets von Ultron, einmal das Boomer und einmal das Boomer. Ich zeige euch noch mal beide. Das ist das Boomer, das schwarze, und dann haben wir noch das Boomer Boomer Shift Pro. Das ist das in Rot. Das kommt zum Schluss dran. Jetzt momentan nehmen wir uns einfach mal das normale Boomer vor. So. Diese Headsets werdet ihr dann auch in nächster Zeit bei mir dann öfters sehen. Denn ich werde sie bei meinen Hangouts, denn ich werde sie bei meinen Hangouts dann benutzen, weil klar, man kann sie auch als Bluetooth, mit Bluetooth und so als Freisprecheinrichtung für das Handy benutzen, das werden wir alle testen. Aber ich finde sie sehr klein, sehr schniek und vor allen Dingen mit Rote und Bluetooth, und ich habe denn kein Kabel mehr hängen. Setze mir einfach mein Headset auf und Mikrofon könnte ich entweder das nehmen oder mein Rode Podcaster. Und ich habe kein Kabel mehr um mich rumhängen und bin da dann ein bisschen agiler. Ich kann dann beim Hangout ein bisschen besser dampfen, ohne dass der Kabel rum wird. Oder ich kann mal schnell was holen, kann rüberflitzen zur Schrankwand, um euch irgendwas zu zeigen und so. Da macht sich dann Bluetooth natürlich dementsprechend gut. Deswegen werdet ihr die definitiv öfters sehen. Jetzt müssen wir das nur hier erstmal auspacken. Ich habe die gesehen und fand die total schick, weil ihr wisst ja, ich habe ja schon die Ultron gezeigt, H1 und H5 gezeigt. Jo, da bin ich nochmal. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Aufnahme geklappt hat, weil irgendwie ist meine Kamera ausgegangen. Ich weiß nicht warum. Irgendwas mit wiederherstellen, ich habe keine Ahnung, ob ich den Anfang retten kann. Jedenfalls ist es das Unboxing vom Ultron Boomer Shift, vom normalen. Ich habe auch das Ultron Boomer Shift Pro, das kommt dann danach dran. Und ich hatte halt im ersten... Jo, da bin ich schon wieder, war schon wieder weg. Ich habe das jetzt erstmal alle auf den Laptop übertragen, die zwei Videos, die ich jetzt schon gemacht habe, also diese kleinen Schnipselchen. Wir fangen jetzt nochmal von vorne an, beziehungsweise machen da weiter. Ich weiß in etwa, was aus Versehen fehlt. Wie gesagt, ich hatte gesagt, dass ich in der Recherche auf das H1 und H5 auf diese beiden aufmerksam geworden bin. Und ja, weil ich unterwegs beim Fahrradfahren gerne Musik hören will, und aber auch gerne meine Freisprecheinrichtung nutzen möchte. Ich möchte nicht den Kopfhörer absetzen und telefonieren. Ich möchte Musik hören, aber auch telefonieren können damit. Und ich mag diese In-Ear-Dinger nicht. Das wisst ihr. Und deswegen bin ich auf diese beiden aufmerksam geworden. Dieses ist schön klein für unterwegs. Ich weiß nicht, wie groß dieses ist, aber das sieht auch mega geil aus. Aber ich denke mir, das würde ich lieber gerne am PC benutzen wollen, dass ihr das wahrscheinlich dann immer wieder mal bei meinen Hangout sehen werdet. Also wenn ihr Hangout guckt in Zukunft und ich habe was Rotes auf, dann wird es wahrscheinlich dieses sein. Oder wenn ich was Schwarzes auf habe, dann wird es wahrscheinlich dieses sein. So, wir haben da jedenfalls dieses Headset mit drin, wir haben nochmal die Anleitung mit drin, wir haben USB-Kabel mit drin. Es tut mir auch leid, dass dieses Unboxing etwas verplant ist, dass die Kamera abgestürzt ist. Es tut mir wirklich leid, aber ich werde es trotzdem, denke ich mal, hochladen, dass ihr seht, was mit drin ist. Und wenn ihr guckt, wie dünn das ist wirklich so dünn. Alter Schalter, ist das geil. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder, wo wir uns die Hardware ganz genau angucken werden, weil ich bin da schon sehr drauf gespannt. Ich sehe hier schon, wie dicke gepolstert ist und so. Also bis gleich.